Ja, moin, herzlich willkommen zu meinem zweiten Zwei-Spieler-Video in Folge. Also ein Spiel, was sich fast grundsätzlich nur an Zwei-Spieler richtet. Es geht aber auch ein zu viert, dazu nachher ein bisschen mehr. Und ich denke wieder etwas, über das man vielleicht noch nicht ganz so viel gehört hat. Und zwar heißt das Ganze Balanced Duels. Ein ganz kleiner Verlag, der gar nicht hier draufsteht. Ich glaube, das sagt schon alles aus. Ich habe auf der ersten Brettspielmesse in Hamburg hatten sie einen kleinen Stand. Ich habe mit dem Erfinder dieses Spiels mehrere Runden gespielt, wichtige Lektionen gelernt, wie man verliert und auf welche Weise man dieses Spiel verlieren kann. Und ja, es ist, glaube ich, muss ich lügen, ich glaube, er möge es mir verzeihen, aber ich glaube, es ist ursprünglich ein niederländisches Spiel, ist ja auch als Sprache Nummer 1. Man kann es aber auch auf Englisch, Spanisch und auf Deutsch, wie gesagt, spielen. Und ja, tatsächlich ist es, glaube ich, hier am besten, während ich die Packung einmal aufmache und man sieht, was einen hier drin erwartet, dass man zuerst einmal, denke ich, sich die Regeln anguckt und wie das Ganze aufgebaut ausschaut. Ja, also wie genau sind die Regeln dieses Spiels? Grundsätzlich hat jeder Spieler im ganz normalen Spiel 6 Steine, jetzt ist ein kleiner dabei, seiner Farbe und jeder Spieler übernimmt eine Seite, die seine Startseite ist. Nehmen wir an, der rote Spieler sitzt auf dieser Seite hier und der gelbe Spieler sitzt irgendwie hier. Dann ist es so, dass, und das sage ich später auch nochmal, dass im Grunde Stirne ist am Anfang, dass die Nummern fehlen, aber man ist reihum am Zug und jeder Spieler hat einen Würfel. Er würfelt diesen Würfel und das Ergebnis ist jetzt sehr ausschlaggebend für seine Entscheidung. Am Anfang hat man nur eine Wirklichkeit, man muss einen seiner Steine natürlich setzen. Auch hier ist ein kleiner dabei, es sind eigentlich 6. Aber ja, einen Stein setzt man, indem man eine Reihenfolge hat. Und diese lautet, wenn der Spieler hier sitzt, das ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein Übergangsfeld, das letzte zur anderen Seite. Ziel des Spiels ist es grundsätzlich, alle seine Steine auf die andere Seite zu bewegen. Das funktioniert so, sagen wir, ich würfel jetzt die 5, 1, 2, 3, 4, 5, setze ich den hier rein. Nun pendelt es aus, ist zur Seite unten, aber noch nicht ganz unten. Wäre das jetzt unten, was beim ersten Stein nicht passieren kann, dann habe ich verloren. Wenn ich gleich einen meiner Steine hier rüberziehe und es geht nach unten, habe ich auch verloren. Das heißt, ich habe nicht nur verloren, wenn es auf meiner Seite unten ist, sondern wenn mein Zug bewirkt, dass das Pendel nach unten ausschlägt. Wenn ich jetzt wieder würfel, und ich würfel eine 6, der andere hat inzwischen auch etwas gezogen, dann habe ich theoretisch 2 Möglichkeiten, am Anfang jetzt auch etwas schwierig noch darzustellen, weil ich dann verliere, aber ich könnte natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 da reinsetzen. Oder ganz theoretisch, damit verliere ich und ich sage jetzt mal einfach, es sind schon ein paar Steine auf dem Feld, dann funktioniert das nämlich auch und ich habe jetzt, na, hier außen geht nicht, dann auch verloren, so. Und ich würfel jetzt die 6, dann könnte ich auch rüberziehen. Das ist das Entscheidende. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wäre hier, jetzt kann ich schon sehen, wie es auspendelt, da wird nichts passieren. Und ich bin auf der anderen Seite. Da bin ich jetzt im Zielfeld. Ich komme dann nicht wieder zurück. Alle, die hier sind, können maximal bis zum Ende gehen. Sind also ein bisschen blockiert. Blockieren aber auch dem, der hier würfelt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das Feld 6 und da könnte nur noch einer rein. Das Besondere ist nun, wenn ich in einem gegnerischen Feld neben einen aus seinem Feld setze, also ich bin im Feld der Gelben, setze neben einen Gelben, dann schmeiße ich den raus. Das ist auch entscheidend, weil dadurch verändert sich das Gewicht noch einmal sehr. Ja, die 4 ist einzeln, das macht es auch noch ein bisschen schwieriger und so gilt es halt möglichst alle seine Figuren auf die andere Seite zu bekommen. Wenn man mal nichts machen möchte, kann man passen. Wer passt, da ist der Gegner dran. Der kann theoretisch auch passen. Das kann man aber nicht beliebig oft machen, denn wer zweimal hintereinander passt, hat verloren. Einzige Ausnahme, man kann absolut nichts machen. Man hat gewürfelt, der Würfelwurf ist besetzt. Man kann keinen ziehen, weil alles besetzt ist. Dann darf man sagen, ich kann nichts tun und der Nächste ist dran. Ja, und das ist im Grunde schon das Spiel. Man würfelt, kann entscheiden, setzt man einen in sein eigenes Feld oder zieht man einen weiter. Wobei ich natürlich auch, wenn ich hier einen habe, einer 3, dann setze ich ihn natürlich ins gegnerische Feld. 1, 2, 3,
landet er hier. Und wie gesagt, solange nur ein Spalt darunter ist, ein Papier drunter passt, dann zählt es noch. Das wäre jetzt hier wäre verloren, ist unten. Und so gilt es, seine eigenen Figuren im Grunde wie beim Mensch ärgere dich nicht auf die andere Seite zu bewegen. Gleichzeitig das Pendel zu beachten, möglichst nicht rausgeschmissen werden. Und das ist auch entscheidend, wenn man zwei nebeneinander hat, im gegnerischen oder eigenen Hälfte, dann blockt man natürlich damit das Feld einfach komplett. Ja, soweit zu den Spielregeln. Ja, was bleibt über dieses Spiel Balance Duel zu sagen? Oder was kann man über das Spiel sagen? Das ist zum einen natürlich, wenn man sich diese Anleitung einmal zu Gemüte führt, das ist natürlich schwere Kost in der heutigen Zeit, wenn die Regeln im Grunde so erklärt werden und nicht die bunte Bilder, wie man es heute kennt. Auf der anderen Seite ist es eigentlich relativ einfach. Das Spielbrett selber ist stabil gebaut. Man kann es aus einem Huch, jetzt habe ich sie auseinander, sind Dollar drin. Stabil gebaut. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass es irgendwie zu einer Seite mehr auspendelt oder ungerecht ist. Das ist wirklich sehr genau. Es gibt zwei Spielmodi. Im Grunde vom Balancieren, weil es noch einzelne gibt, die man ersetzen kann. Und es gibt, wie gesagt, die Regeln, dass man mit unterschiedlich schweren und großen Steinen spielt und auch zu dritt und viert dieses Spiel spielen kann. Insofern finde ich schon sehr gut gedachte Varianz in dieses Spielprinzip gebracht. Auch gut ist tatsächlich, wie dieses Spiel hier funktioniert, denn das ist tatsächlich, es gibt sehr, sehr spannende Partien. Es ist häufig, beziehungsweise fast immer so, dass man gewinnt, dadurch, dass der andere verliert oder man ihn in eine Falle gelockt hat. Wir haben es jetzt noch nicht geschafft, hier oder ich, dass ich 6 ins Ziel bringe. Das muss ich natürlich auch ordentlich reinstecken, habe ich jetzt gerade nicht gemacht, aber klappt bei allen. Und insofern, das Spiel kostet unter 30 Euro. Das finde ich für diese Kleinstverlag-Sache, die wir hier haben. Ich muss nochmal raus. Ich schreibe es in den Text, welcher Verlag das ist. Finde ich das wirklich eine gute Sache. Es funktioniert mit Kindern genauso wie mit Erwachsenen. Und ist mit 3 oder 4 Spielern, wenn man es dann eigentlich eher mit 4, mit 3 finde ich es so lala, schwierig. Aber mit 4 eine sehr kommunikative Sache. Welchen Stein nehme ich? Was mache ich? Großen, kleinen Stein. Also da wird das Spiel sehr kommunikativ und zu zweit ist es auch ein sehr tüftlerisches Spiel, wo man viel überlegen muss. Man kann am Anfang sich immer noch die Hilfe nehmen, wenn man den rauszieht, dann weiß man ungefähr schon, wie es einpendelt. Dann kann man ihn nochmal zurückstecken. Wenn man das am Ende wegmacht und sagt, gezogen ist gezogen, dann ist das hier wirklich eine beinharte Nummer. Und wenn man nicht irgendwie Physik studiert hat, dann kann man sich immer wieder auf Überraschungen einstellen. Und gerade mit dem Rausschmeißmechanismus noch dabei, was man eigentlich bei so einem Ballernspiel gar nicht so erwartet, ist das für mich tatsächlich eine Überraschung. Ich habe so den kleinen Tick, 2-Spieler-Spiele sammle ich einfach gerne, wenn sie irgendwie besonders sind. Wir spielen sie gar nicht besonders häufig. Aber das ist schon ein Spiel, was ich mir immer wieder vorstellen kann, wenn wir auch mal mehrere Gäste hier haben, wo es einfach aufgebaut auf dem Tisch steht. Und ich glaube, es wird sich immer jemand finden, der hier so ein Duell startet. Insofern, wenn ihr gerne zu zweit spielt oder zu viert Lust auf solche Physikspiele habt, dann kann ich Balance Duels nur wirklich sehr gut oder sehr empfehlen. Es hat, wie gesagt, ein paar Schwächen der Präsentation, Nummern fehlen auf dem Spielbrett. Das hätte ich mir noch gewünscht. Aber sonst, finde ich eine sehr runde Sache. Und ja, insofern kann ich nur sagen, bleibt mein Kanal gewogen, abonniert ihn gerne, drückt bei den Beiträgen gerne den Daumen hoch. Wenn ihr den Daumen runter drückt, das finde ich auch gut, dann sagt mir doch aber einfach warum. Das würde mich sehr freuen. Und sonst kann ich nur sagen, wann immer ihr diesen Kanal oder dieses Video jetzt gesehen habt, ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht und hoffe, dass man sich hier bald wieder sieht. Auf Wiedersehen!